Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video in meinem Tanzbotschafterin-Kanal und freue mich heute unfassbar auf dieses Video, denn ich möchte mit dir den Fachbereich, in dem ich mich bewege, wenn ich Seminare und Weiterbildung gebe, näher beleuchten. Der Grund dafür war, vor 14 Tagen hatte ich ein ganz schönes Seminar gegeben, Refresh Your Dance Business. Da haben wir uns damit beschäftigt, wie wir mit den Kunden sein werden, wenn sie wieder in unsere Tanzschule kommen können. Und eine Kollegin hat hinterher gesagt, Heidemarie, ich war jetzt nicht dabei und ich weiß, du hast so ein bisschen auch erklärt, wie das mit deiner allgemeinen Didaktik und Methodik fürs Tanzunterrichten funktioniert. Aber kannst du es nochmal für mich auf den Punkt bringen? Und diese Anfragen haben sich tatsächlich gehäuft. Auch diejenigen, die jetzt am Wochenende in den Seminaren sind, auch die ganzen anderen Seminare von meinem Seminarplan belegen können und möchten, da einfach ein kleines Einführungsvideo zu machen. So, heute gibt es also dieses Video, um dir meinen Fachbereich vorzustellen und ich bewege mich in allem, was ich fachlich mache und anbiete, in der allgemeinen Didaktik und Methodik fürs Tanzunterrichten. Wieso gerade dieser Bereich? Wie bin ich selber dazu gekommen? Das waren ein paar Schlüsselmomente, würde ich sagen, in meinem bisherigen Leben auch als Tanzlehrerin. Und das ging eigentlich schon in der Uni los. Ich habe das erste Staatsexamen fürs Lehramt, Gymnasium. Und schon währenddessen habe ich gemerkt, das Tanzen liegt mir, ne? Also ich habe mir einen Ausgleich gesucht, das Tanzen liegt mir, es macht mir sehr viel Spaß. Ich bin am Universitätssport gewesen, als Übungsleiterin, habe dort viel unterrichtet und gemerkt, boah, das liegt mir. Dann habe ich das Staatsexamen gemacht, habe an der Tanzschule Vollzeit gearbeitet und habe gemerkt, das macht mir mega Spaß. Ich habe sehr viel von meiner Mentorin gelernt und wollte darin weitermachen. Dann gab es einen Break für mich, weil das BAföG kam und hat gesagt, hier, ich möchte das Geld haben von dir. Und dann war für mich erstmal klar, okay, ich kann jetzt nur einen bestimmten Betrag an der Tanzschule geben auch. Und es war, ja, so ein bisschen die logische Schlussfolgerung, dann doch den Beruf, den ich vielleicht im Studium gewählt habe, erstmal weiter zu verfolgen. Ich habe als Nachhilfelehrerin gearbeitet, ich habe an der Berufsschule Erzieher, Sozialassistenten und Kinderpfleger ausgebildet und mich per se schon immer in dem Thema Lernen befunden. Also nach dem Abitur habe ich für mich festgestellt, ich möchte Lehrerin werden. Und das ist ein wunderbarer Beruf. Ich liebe es zu unterrichten und ich habe mich im Tanzunterrichten einfach immer am extrem wohlsten gefühlt, obwohl die anderen Bereiche auch gut geklappt haben. Aber ich merke auch, im Gymnasium kann man bis zu einem bestimmten Punkt Dinge einbringen und auch als Newcomer oder Neudenkender Sachen verändern. Von da gesehen war für mich klar, ich gehe auf jeden Fall wieder zurück in die Tanzschule. Ich habe meine eigene Tanzschule aufgemacht und hatte dort das große Vergnügen, auch einfach viele Erfahrungen zu sammeln und so zu unterrichten, wie ich es wollte. Und das ist der springende Punkt. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu merken, wie ich unterrichten möchte. Und ich war gut ausgebildet, als ich aus Erfurt, aus meiner Tanzschule weggezogen bin. Aber es brauchte für mich ein paar Knackpunkte, dass ich die Verantwortung übernehme, ganz bewusst für meinen Unterricht und das, was ich in den Unterrichtsbeschreibungen, in den Kursbeschreibungen auf meiner Homepage als Versprechen setze, auch irgendwie dafür sorgen muss, dass die in Erfüllung gehen, dass meine Verkaufsversprechen in Erfüllung gehen. Das heißt, es musste eine Systematik her, mit der ich das irgendwie auch wirklich bewerkstelligen kann, dass Leute zufrieden sind. Und an der Stelle habe ich gemerkt, es braucht eine sehr große Systematik. Tanzen selber lernen ist das eine, das ist für mich das A und O. Und dann ins Tanzunterrichten zu kommen, das ist der andere Punkt, der ebenso für mich genauso wichtige Punkt, wenn es für mich geht, wirklich im Breitensport, in der Tanzschule, in den Tanzstudios Unterricht zu machen. Und ich habe festgestellt, nicht nur mir ging es in der Ausbildung so, sondern auch Kollegen, die gesagt haben, ja, was so das konkrete Unterrichten angeht, so dieser goldene Schlüssel, den es braucht, ja, dass ich den nur ins Schloss setze und weiß, was ich zu tun habe. Das gibt es einfach zu wenig. Und man ist wirklich als Auszubildender sehr stark davon abhängig, in welcher Tanzschule man gelandet ist oder auch in welcher Ausbildung, was man für Kollegen hatte, ob die gerne weiter Wissen geteilt haben, sich die Mühe gemacht haben, dich hospitieren zu lassen, das mit dir durchgegangen sind, dir wirklich ihre eigenen Tools, die sie erstmal haben, weiterzugeben.
Und damit schwankt eigentlich auch ganz schön stark, wie der Einzelne unterrichten kann, unterrichten möchte, Lust daran hat, etc. Und ich habe das letzte Dreivierteljahr nochmal extremst genutzt, auch die Erfahrung aus den eigenen Tanzstunden auszuwerten, immer mit dem Hintergrund der obersten Priorität. Ich möchte, dass Lernen gelingt. Ich möchte Lernprozesse im Unterricht so anbieten, so steuern können, dass der andere Freude am Lernen hat, Freude am Tanzen lernen. Es ist nichts Elitäres mehr, tanzen lernen zu wollen, zu dürfen. Das ist für mich das Oberste. Für mich rückt also, früher war das mal so, dass der Lehrplan im Mittelpunkt war, rückt der Tanzschüler in den Mittelpunkt. Ich rücke den Tanzschüler in den Mittelpunkt, denn der ist es ja auch, der als Kunde bei mir sein Geld lässt. So, wem dem das nicht gefällt, kommt der nicht. Es spricht sich das nicht rum oder nicht ausreichend. Und ich habe immer wieder damit zu tun, neue Kunden zu gewinnen. Es ist doch viel, viel schöner, wenn die bleiben, lange bleiben, zufrieden sind. Und an der Stelle gibt es sehr, sehr viel darüber zu entwickeln, wie Tanzunterrichten funktioniert, optimal funktioniert, richtig gut funktioniert. So, ich bin mir sehr sicher, dass du vielleicht auch jemand bist, der entweder in der Ausbildung bist oder auch eine Ausbildung schon abgeschlossen hat. Zum Tanzlehrer, zum Tanzpädagogen, zum Tanzvermittler, vielleicht auch ein Studio machst. Und wenn man dann fertig ist, ist man in einer gewissen Unterrichtsroutine und weiß auch, was man kann. Also, mir liegt es wirklich fern, irgendjemandem was abzusprechen. Ganz und gar nicht. Ich möchte mit dir zusammen schauen, was kannst du schon und worin kannst du noch stärker werden. Und dazu gibt es den Fachbereich, den ich ganz bewusst mal benenne. Ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn begründe. Ich benenne ihn mal ganz bewusst als separates Fach auch und leiste gerade das, was andere im Tanzen, ja, im Salsa, im Disco Fox, im Hip-Hop, im Breaken, im Ballett, in allen möglichen Bereichen leisten, um Tanzen in seiner Performance ganz weit zu professionalisieren, ganz weit nach oben zu bringen, Terminologien zu finden, Systeme, Schritte werden benannt. Ballett ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Das trägt sich schon seit Jahrhunderten. Das ist ein Tondü, ein Arabesque ist ein Arabesque. Es gibt Wörter dafür und wir bilden uns darin aus. Und in anderen Bereichen, Gesellschaftstanz etc., gibt es auch wirkliche Lehrwerke, Bücher, wo wir sagen, hier, da steht das drin und das hast du zu lernen. Und dann standardisiert sich auch so eine Ausbildung. So, ich bin super Fan davon, dass wir Ausbildung machen und 3 Jahre braucht es auch wirklich zum Tanzunterrichten und zum Tanzunterrichtenden, weil wir uns ja entwickeln im tänzerischen Bereich. In den einen Ausbildung mehr, in dem anderen weniger und auch im Unterrichten. Und im Unterrichten brauchen wir immer die Praxis und die Praxis kommt über die Zeit. Wir brauchen die Tanzschüler, an denen wir wachsen können, mit denen wir ja auch üben können. Am Anfang ist es auch ein Üben. Ja, das sind unsere Feldstudien, die wir machen. So, damit bin ich sehr zufrieden. Ja, wir brauchen unsere Tanzausbildung. Bitte alle weitermachen. Ich bin auch immer extrem dankbar, dass sich ja Kollegen, Tanzschaffende so eine Mühe auch machen, weil es nicht leicht, eine solide Tanzausbildung überhaupt anzubieten. Ich bin der Meinung, dass wir in unseren Tanzausbildungen noch etwas on top setzen können. Und zwar die Aufmerksamkeit, die wir dem selber tanzen lernen, in dem immer besser werdenden Bereich Bewegung, Performance machen zu können, mit einer weiteren Aufmerksamkeit, und zwar mehr als wir sie gerade dort leisten, dem Tanzunterrichten als ebenfalls Profession zu widmen. Das heißt, auch hier gibt es Bereiche, gibt es Terminologien, gibt es Fähigkeiten, die wir bewusst gezielt steuern können. Und das schaue ich mit dir an mein Whiteboard, denn ich möchte mit dir ein bisschen aufdröseln, was das für mich bedeutet. Das Fach Allgemeine Didaktik und Methodik fürs Tanzunterrichten möchte ich dir jetzt einfach einen Überblick beschaffen, wo du für dich selber schon feststellen kannst, Mensch, was habe ich denn selber im Bewusstsein? Oder wo kannst du jetzt ein Bewusstsein bekommen? Ich bin sicher, du kannst schon sehr, sehr viel. Ich stärke in all meinen Seminaren die Expertise meiner Kollegen. Entweder kennen wir uns persönlich oder wir lernen uns noch kennen. Das wirst du merken. Das ist einer, ja, meiner wichtigsten Merkmale, auch die meine Seminare ausmachen. Ich nehme ernst. Ich nehme dich ernst in dem, was du schon kannst. Und mir ist vollends bewusst, dass ich dir Lust machen möchte,
einfach noch besser dein Tanzunterrichten kennenzulernen. So wie du dein Tanzen schon kennst. Tanzunterrichten ist für mich etwas richtig Geiles, muss ich dir ehrlich mal so sagen. Es ist für mich super sexy. Und ich möchte, dass das jeder so empfindet und jeder Lust am Tanzunterricht hat, keine Panik hat, in seine schöne Unterrichtsroutine reinkommt und sich auf seine Tanzschüler freut. Es sieht, dass die nachhaltig lernen, dass die immer wieder kommen und dass wir vor allen Dingen, wenn wir an unsere Grenzen kommen, die wir ja auch haben, egal wie lange wir unterrichten, ob das 2 Monate oder 20 Jahre sind, wir kommen mit Menschen, weil Menschen unterschiedlich sind. Ja, auch an verschiedene Themen und vielleicht auch in verschiedene, ja, Problemsituationen könnte ich mir vorstellen. Entweder, dass ein Schüler Rabatz macht oder dass ich einfach nicht gerade weiß, wie ich mich verhalten soll. Ja, und da gibt es einfach sehr, sehr viele schöne Sachen, die wir uns aneignen können und die uns dann einfach es machen, wie ich den Schlüssel am Anfang erwähnt habe, diese Situation aufzuschließen und damit umzugehen und damit irgendwo Erleichterung zu sein. So, lass uns mal anschauen, wie ich es aufbaue, was für mich diesen Fachbereich ausmacht. Und da sind wir zum einen hier unten für mich, wenn wir das so ein bisschen als Anbindung und oder Beheimatung ausmachen, sind wir im Basement. Und ich möchte mit dir das kurz anreißen, was es bedeutet und dir jetzt schon Vorgeschmack machen, dass die kommenden Videos dann jeden einzelnen Bereich dieses Fachbereiches, diesen kleinen Bereich, Unterbereich näher beleuchten. Das heißt, mein erstes Video, was jetzt folgt, wird auf jeden Fall zum Basement sein. Unter Basement verstehe ich explizit meine Grundeinstellung zum Tanzschüler und zum Unterrichten. Ist es etwas, worauf ich mich freue? Und ist es etwas, was ich gerne mache? Oder gibt es immer noch so Sachen, ich habe Angst vor den Tanzschülern. Ich traue mich nicht, im Mittelpunkt zu sein oder auch wirklich die Leitung zu übernehmen. Zu sagen, ihr kommt zu mir und ich leite eure Lernprozesse an. Das ist das, was alles in Basement reinkommt. Und wie gesagt, es ist nur angerissen. Ich mache es noch ein bisschen größer für dich. Ich möchte nur, dass du heute einen schnellen Überblick bekommst. Video geht schon 12 Minuten und ich möchte mit dir loslegen. Und das nächste Bereich ist wirklich der aus, ja, für mich 4 Säulen besteht. So, das Basement sind die Grundlagen, Grundeinstellungen. Und dann gibt es für mich 4 Säulen, die darauf aufbauen. Und es gibt auch auf jeden Fall, ja, einen Überbau, der für dich diese Unterrichtsplanung hat. Alles, was Unterrichtsvorbereitung, Nachbereitung, Reflexionen, Sichtstunden, all das, was dann wirklich mit dem Unterrichten zu tun hat. Und hier sind wir einmal im Lernen. Das ist das L. Dann haben wir hier Bewegung. Hier ist ein weiteres B, Beziehung. Und der letzte Bereich ist die Kommunikation. Und ich erkläre dir gleich ein bisschen mehr dazu. Ich kürze das ab. Die Kommunikation. So, das heißt im Bereich Lernen. Also allgemeine Didaktik und Methodik fürs Tanzunterrichten bedeutet, tanzstilübergreifendes Handwerk zu lernen oder für sich auch, ich will es nicht ganz so handwerklich beschreiben, wobei das ein ganz gutes Bild ist, ne? Einfach zu schauen, was kann ich schon? Wie kann ich mein eigenes Unterrichten vielleicht auch mehr ins System bringen? Dass ich einen Überblick habe, dass es mir leicht fällt, dass ich ganz genau weiß, okay, mit diesem Problemschüler bin ich in diesem oder jenem Bereich. Ja? Was braucht er vielleicht mehr, wenn es darum geht, mit ihm vielleicht stärker zu kommunizieren? Oder ist es irgendwas, was ihn gerade nicht bei mir lernen lässt? Ja, jeder Schüler ist ja auch immer ein Anzeichen dafür, worin ich noch besser werden kann. Denn meine Devise ist wirklich sehr, sehr stark. Ich mache Unterricht, in den alle mitlernen können. Natürlich gibt es so ein paar Klammer auf, ganz selten, die entweder die Musik nicht hören können oder die sind in ihrer Körperlichkeit zu schwierig, dass sie da mitkommen. Aber das sind wirklich extrem wenige. So, also mein Unterricht zielt darauf ab und auch die allgemeine Didaktik und Methodik.
dass wir möglichst alle Tanzschüler ins Tanzen bringen können. Und das gezielt. Und das macht den Spaß daran. Also, im Lernen beschäftige ich mich explizit mit dem reformpädagogischen Ansatz der Neurodidaktik. Neurodidaktik ist ein bisschen, das haben ja die Bereichsleiter von Neurodidaktik schon erkannt, ein bisschen nicht eindeutiger Name. Es geht um die Neurophysiologie, das heißt, wie ist unser Gehirn geschaffen? Wie lernen wir von Natur aus? Wie lernen wir auch natürlich? Natürliches Lernen ist all das, wozu man uns nicht bringen muss, zwingen muss oder was wir als Kinder ganz alleine gemacht haben. Wie laufen lernen, sprechen lernen etc. Das haben wir voller Freude gemacht und wir haben uns nicht nach dem dritten Versuch, der nicht geklappt hat, hin auf den Boden gehauen und gesagt, macht mir keinen Spaß, also lasse ich jetzt mal mitten lernen. Ja, das sind diese ganzen natürlichen Sachen oder das, was wir in Hobbys gerne machen. All das, wofür wir so von alleine total gerne uns Sachen merken und lernen oder besser werden. Ob das die Modelleisenbahn für den einen ist oder ein Sport in einem anderen Bereich. Aber das können natürlich auch solche Sachen wie verschiedenes Wissen sein, durch Kreuzworträtsel und Wissensquiz. Und es gibt so verschiedene Affinitäten. Vielleicht kennst du das von dir selber. Da sind Bereiche und es fällt dir einfach extrem leicht. Ja, mal abgesehen vom Tanzen, hast du vielleicht noch andere Bereiche. Und das ist das natürliche Lernen, wo du vielleicht auch manchmal dich fragst, ja, warum merke ich mir ausgerechnet das? Das hat doch vielleicht gar keinen so größeren Sinn, aber das ist natürliches Lernen. Ja, irgendwie gibt es eine Freude, eine Motivation dahinter, wo uns das gelingt. Also diese ganze Sache Neurodidaktik ist mir wichtig. Darauf habe ich mich eingehend spezialisiert vom gehirngerechten Lernen aus. Die Vera F. Birkenbiel war da die Initiatorin, diesen Bereich aufzumachen und zu sagen, schaut mal her. Das können wir tun, damit Schüler sehr gerne lernen, damit es ihnen leicht fällt. Weil wir nehmen das, was im natürlichen Lernen funktioniert, in unser angeleitetes Lernen rein, ja, in unsere künstliche Lern-Lehrprozesse. Und das ist ja Tanzunterrichten. Das ist etwas Künstliches, was wir machen. Wir laden sie ein an einen Punkt, zu einer bestimmten Zeit und lassen sie das alle zusammen machen. Das ist so künstlich hergestellt. Es ist nicht, dass jemand draußen rumläuft und sagt, na, ich will ein bisschen tanzen lernen, gucke ich mir hier was ab und gucke ich da was ab. Sondern es ist künstlich, es ist ja auch legitim, es ist auch schön. Ja? Es hat viele Vorteile, auch in einer Gruppe zu lernen. Und indem ich mich damit beschäftige, wie eben das Lernen natürlicherweise aussieht und ich da diese Teile in meinen Unterricht reinbringen kann, ob das die Erhalt der Motivation ist, die angemessene Wiederholungen. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die möchte ich mit dir dort alle ein bisschen beleuchten, die fürs Tanzunterrichten explizit funktionieren. Das ist die Arbeit, die ich geleistet habe die letzten Jahre. Da zu schauen, was sagt uns die Wissenschaft und wie funktioniert es dann wirklich auch in der Praxis. Und da war meine Tanzschule einfach hervorragend, das rauszufinden. Dann sind wir im Bereich der Bewegung. Das heißt, ich setze schon voraus, dass man stark vorhat, Tanzlehrer zu werden, also ins Tanzen gekommen ist, weiter ins Tanzen kommt oder schon viel getanzt hat. Ja, das ist so ein bisschen das, wo ich sage, das setze ich schon voraus. Also, diese Sachen zu verstehen, werden einem sehr, sehr schwer fallen oder wahrscheinlich auch weniger etwas sagen, wenn man nicht selber tanzt und auch nicht vorhat, Tanz zu unterrichten. So, dann ist es vielleicht ein anderes Video, was für dich besser ist, aber vielleicht nicht unbedingt dieses, wenn du nicht tanzaffin bist oder ne, Tanzunterrichtende werden möchtest. Das ist aber nicht schlimm. Das heißt, dieser ganze Bereich Bewegung, dort setze ich voraus, du kannst tanzen. Welches Level du da erreicht hast, das steigert sich eh im Laufe unseres Lebens, aber du kannst tanzen. Und hier geht es mir darum, um Bewegungsdemonstration, Bewegungsanalyse und Bewegungskorrektur vornehmen zu können. So, wenn ich tanzen kann, ist eine bestimmte Art und Weise, meinen Schülern das zu zeigen. Das muss ich sehr strukturiert machen. Ja, wann kommt es mit Musik, wann ohne, in welchem Tempo mache ich das? Dann muss ich in der Lage sein, Bewegungsanalyse, ja, drauf zu haben, zu sehen, aha, okay, ich habe jetzt das unterrichtet. Und was macht der andere da draus? Wo ist vielleicht ein Punkt bei ihm, wo er noch mehr Unterstützung braucht, wo ich mehr eingehen muss, wo ich mal anders erklären muss, um dann auch zu sagen, okay, jetzt braucht er eine Bewegungskorrektur. Wie mache ich das klug, dass er seine Motivation behält, dass er sich nicht gestresst oder in Stress versetzt fühlt und trotzdem er ja das Tanzen oder die Bewegung so übernimmt, wie es angedacht ist. Ja, also dass er einen richtigen Fuß beginnt, dass er Haltung hat und so weiter. Dann der Bereich Beziehung. Oh, der ist mega.
ja, dieser ganze große Bereich, die Beziehung zum Tanzschüler aufzubauen. Auch zum Mitarbeiter, gar keine Frage. Das ist da gerne mit dabei. Eine Beziehung oder eine Bindung, würde ich sagen, eine Bindung auch auf jeden Fall bei Kindern aufzubauen, um den anderen eine Sicherheit zu geben, dass er sich entspannen kann. Wer entspannt ist, lernt sehr, sehr gerne. Ja, lernt viel, viel lieber als ein Gehirn unter Stress. Und was ich da an Bindung tun kann, wie ich Bindung aufbauen kann zu meinem Tanzschüler, das ist alles in diesem Bereich drin. Und dann sind wir im Bereich Kommunikation. Und da bin ich ein großer Fan von Maria Arzt und ihrer Martimeo-Methode. Und was wir alles daraus lernen können, das habe ich fürs Tanzunterrichten adaptiert, darüber reingebracht. Das heißt, wie leite ich eine Tanzstunde? Wie leite ich sie positiv? Wie schaffe ich es, dass ich mit Sprache verschiedenste Erklärungen biete? Wie schaffe ich es mit Sprache, dass die anderen das machen, was ich möchte? Ja, was für eine Betonung auf Fehler oder für eine Fehlerkultur etabliere ich es? Wie weit male ich Bilder mit meiner Sprache? All das ist im Bereich Kommunikation. Ich werde das, ne, wie ich es versprochen habe, in jedem einzelnen Video nochmal ein bisschen expliziter ausmalen, nur dass du so groben Eindruck hast, um was es mir geht. Dann der Überbau ist für mich die Unterrichtsplanung. All das, was damit zu tun hat, das Ganze in eine Reihenfolge zu bringen, in eine logische Reihenfolge, in etwas, was aufeinander aufbaut, was für den Schüler logisch ist und immer wieder auch zu dem, wie sein Gehirn funktioniert, sich dann im Unterrichten dann widerspiegelt. Das ist quasi das, was wir als, ja, nächstes Level haben und dann, wenn wir diese Bereiche beherrschen, sage ich mal, dann fällt es uns leicht, die Unterrichtsplanung darauf zu bauen. Ja, dann ist ganz klar, in welchen Schritten es stattfinden muss. Und dann wird dir die feindidaktische Vorgehensweise sehr, sehr leicht fallen. Und dann gibt es für mich noch etwas, das würde ich ein bisschen so hier dran bauen. Ist wahrscheinlich nicht sehr künstlerisch, aber das ist für mich. Das ist für mich das Marketing. Das ist für mich so ein bisschen der Balkon. Der Balkon ist für mich etwas, was ja so ein schmuckvolles Beiwerk von der Wohnung oder von einem Haus ist. Und in dem Fall vom Fachbereich ein wichtiger Bereich, den wir da reinbringen müssen. Weil wenn ich gelernt habe zu unterrichten, dann sollte ich auch lernen, wie ich mein Unterrichten gut verkaufe. Etwas, was noch stärker in unseren Tanzausbildungen vertreten sein darf. Denn wenn ich Tanzunterrichtender bin, bin ich vielleicht am Ende nicht unbedingt angestellt, sondern freiberuflich unterwegs. Und da muss ich gelernt haben, wie ich das Gute, was ich erschaffen habe oder was ich schaffe durch meine Tanzkurse, dann auch an den Tanzschüler bringe. Denn ich möchte, dass unser Tanzunterrichten keine Blackbox mehr ist, wo ich zwar weiß ungefähr, was ist es, sondern dass es wirklich so ein Geschenk an mich selber ist oder an meine Schüler von mir aus. Ja, und ich gucke rein. Und sehe, alles klar, das ist drin. Ja, das sind diese ganzen Sachen, die ich da so reintue. Systematik. Und wenn ich das habe, dann ist es immer spannend, wenn ich das auch, ja, schön verpacken kann, mit Schleifchen und so weiter im übertragenen Sinne und jemanden anderes anbieten kann und auch nicht beleidigt bin, wenn das nicht genommen wird. Ja, also ich habe etwas, was ich so habe, das gibt es. Und genauso wie meine Seminare. Ich bin auch nicht beleidigt, wenn jemand meine Seminare nicht bucht, sondern ich habe etwas anzubieten und das habe ich auch schön in Form gebracht. Und dann sind unsere Tanzschüler ja angehalten, noch stärker angehalten, auch uns zu finden und uns zu nutzen. Was nützt das schöne Angebot, wenn es niemanden gibt, der davon weiß? So, das ist der Bereich Marketing, der für mich sehr gut daran noch, der noch wichtig ist. Und dann gibt es für mich noch einen Bereich, wahrscheinlich ist der im Basement mit dabei. Und das ist der ganze Bereich der Selbstverwirklichung, der Selbstentwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung. So, das können wir auf jeden Fall noch mit damit reinnehmen. Ich weiß, dass manche das explizit genannt haben möchten. So, auch die kürze ich ein bisschen ab. Persönlichkeitsentwicklung, dass man ja offen bleibt. Offen bleibt für Neues, für den Zeitgeist. Offen bleibt für die Entwicklung seiner Schüler, auch gegen neueren Erkenntnissen und Entwicklungen. So, und jetzt haben wir das gemacht.
was wir sonst vielleicht für einen Tanzstil gemacht hätten. Ja, Stefan Sauter zum Beispiel, mein Kollege, der kann dich hinsetzen an die Tafel, setzt sich hin und geht mit dir das Ganze systematisch für Hip-Hop durch. Seine Schritte, Bewegungen, alles das kann der. Und wir haben jetzt das fürs Tanzunterrichten gemacht. Und das meint es für mich, wenn ich jetzt in den nächsten Monaten mit dir fabelhafte, sehr, sehr geile Seminare mache, um dich Expertise zu stärken, deine Expertise voranzubringen und dir bewusst machen zu dürfen, was du schon alles kannst und was du noch weiterentwickeln kannst, was du noch stärken kannst, worin ich dich stärken kann und das ganz gezielt angehen kannst, zu so sagen, aha, ja genau, das sind auch meine Tools, das sind meine Methoden, damit gehe ich voran und ja, dann findest du auch Tanzunterrichten sehr, sehr sexy. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos, wenn ich dann mit dir diese ganzen vielen 7 Bereiche durchgehen darf. Bis dahin, deine Tanzbotschafterin.